Kurz vor den Herbstferien ist es wieder soweit. Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Bezirk der Handwerkskammer Koblenz strömen zu Tausenden auf das Gelände der HWK. Wie sie das große Schulfest erleben und Handwerk zum Anfassen entdecken, darum geht es heute in HWK-TV. Ich bin wirklich tief beeindruckt, wie praxisnah hier ausgebildet wird. Für Schülerinnen und Schüler ist es ganz toll, Berufe kennenzulernen. Und dass es mehrere tausend sind, freut mich natürlich besonders, dass die Schüler auch die Möglichkeit nutzen. Und vor allen Dingen, dass die Handwerkskammer diese Möglichkeit bietet. Das ist ganz hervorragend. Wir sind sehr dankbar auch, dass die Handwerkskammer sich so engagiert. Und ich wäre jetzt noch gerne lang geblieben. Ich habe eine Stunde mich umgucken können. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man hier einen ganzen Tag lang keine Minute lang ich fand es sehr interessant, man hat viele neue Berufe kennengelernt und hat eigentlich ganz viel Spaß gemacht. Also, ich habe Maurer mal ausprobiert als Beruf und Handwerker, hat mir auch sehr gut gefallen, da haben wir ein paar Sachen gemacht. Das Schulfest ist auch ganz schön, das gefällt mir, habe eben was gegessen, also ist ganz cool. Also ich finde es toll, ich finde die vielen Berufe schön und ja, wir haben schon sehr viel ausprobiert. Endlich ist es soweit, Familie Dienel aus Saulheim bekommt ihren ersehnten Balkon. Wie das passiert ist, sehen Sie heute im dritten und letzten Teil unserer Miniserie Handwerk schafft Ausblicke. Früh morgens treffen wir Metallgestalter Thomas Schneider in Saulheim. Der Kran ist bereit, die Arbeit kann beginnen. Die Balkonunterkonstruktion haben die Handwerker bereits aufgestellt. Fundamente aus Beton sorgen für den nötigen Halt. Jetzt ist Präzisionsarbeit gefragt, wird auch der Balkon über LKW und Hecke des Hauses gehoben. Seile sorgen für die nötige Führung. Was ist bis jetzt passiert? Der Autokran hat ihn jetzt über unseren LKW rübergehoben, hat ihn grob aufs Untergestell aufgesetzt. Jetzt wird er fixiert. Die Feinjustierung wird jetzt hergestellt und dann wird er befestigt am Bauwerk. Der nächste Schritt wird sein, nach der Justierung, die Befestigung auf den Fundamenten und am Haus. Dann wird der Boden montiert, dann das Geländer und dann können die Leute den Balkon benutzen. Gesagt, getan. Hier sind viele Hände notwendig, damit der Balkon an die richtige Stelle kommt und, was noch wichtiger ist, später auch sicher am Haus befestigt wird. Als nächstes werden die Bodenplatten fixiert. Sie dienen als direkte Verlängerung zur ehemaligen Terrasse des Hauses. So wird der neue Balkon perfekt an den Bestand des Hauses angepasst. Der Altbalkon kann im Grundzug erhalten werden und weitere aufwendige Abriss- und Umbauarbeiten sind nicht notwendig. Thomas Schneiders Sohn Fabian befestigt als nächstes die Geländer. Er hat sich ebenfalls für den Ausbildungsberuf Metallgestalter entschieden und tritt nach 3,5-jähriger Lehrzeit im elterlichen Betrieb in Papas Fußstapfen. Das Geländer ist fest. Weiter geht es mit dem nächsten Schritt. Der ist Chefsache. Denn nun bekommt der Balkon sein Gesicht. Die Platten aus Milchglas sehen nicht nur gut aus, sondern schützen die Dienels auch vor neugierigen Blicken an der vielbefahrenen Hauptstraße. Schnell alle Platten an den Balkon befestigt, fertig ist der Außensitz, den sich die Familie schon so lange gewünscht hat. Und auch Thomas Schneider freut sich über seine Arbeit. Wir haben heute die Balkonanlage, die ich vor einigen Wochen hier angeboten habe, komplett montiert. Der Balkon ist jetzt fertig zum Benutzen. Die Eigentümer können jetzt sofort ihre Tische, ihre Stühle aufstellen, ihre Sonnenschirme und ihre Liegen und können den Balkon uneingeschränkt benutzen. Als zweiter Arbeitsschritt wird jetzt der Kunde unten an die Terrasse herstellen und kann diese genauso nutzen wie den Balkon oben drüber, eine große Fläche. Vor allen Dingen unten drunter ist es jetzt absolut trocken, denn der Balkon ist zu 100% wasserdicht und das auf Jahrzehnte. Das freut auch die Hausherrin, die sich mit Metallgestalter Thomas Schneider zum Schluss noch einmal alles genau ansieht. Fröhlichen Grillabenden, jetzt mit der ganzen Familie und mit Freunden, steht bei den Dienels nun nichts mehr im Wege.
Informationen zu den vorgestellten Handwerkern gibt es im Internet unter hwk-tv@hwk-koblenz.de und Fragen zur beruflichen Orientierung beantworten Ihnen gern unsere Experten der Ausbildungsberatung und pädagogischen Anlaufstelle unter aubierer@hwk-koblenz.de.